Einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Ich habe heute eine kleine Auseinandersetzung mit der Polizei gehabt. Solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Lohnt sich wie immer sehr. Und denkt dran, liken, teilen, kommentieren, zeigt es euren Freunden. Und wenn ihr das nicht macht, dann halt einfach nicht. Ja, verdammt, ich vergesse einfach jedes Mal irgendwas. Für die Leute, die neu auf dem Video jetzt sind, ich streame regelmäßig auf Twitch. Also schaut mal bei mir vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Jetzt haben wir es aber. Und schaut das Video bis zum Ende. Am Ende ist nochmal ein richtiger Knaller. Der hat mich einfach. Da lag ich auf dem Boden einfach vor Lachen. Alter. Was machst denn du? Verpiss dich, Alter! Los! Es knallt dein Kopf, wirklich, es knallt dein Kopf, fahr los lieber. Hast du dir das mal angeguckt, ey? Wenn die einen hochnehmen, also wenn. Okay. Ja. Könnte ich sie einmal durchsuchen? Nein. Und warum? Weil sie dazu keine Berechtigung haben und es gibt keinen Grund dazu. Sie haben eine Langwaffe dabei, habe ich doch gerade gesehen. Wo haben sie das denn gesehen? In ihrer Hand. Das kann überhaupt gar nicht sein. Was willst du jetzt sagen, was du jetzt laberst? Ich will sie jetzt durchsuchen. Nein, sie dürfen mich nicht durchsuchen. Jemand mit Langwaffe hinterm Haus. Ja, was ist denn jetzt das Problem, weil ich eine Brille auf den ausgeholt habe? Die ist legal, weil ich einen Waffenschein habe. Jetzt gehen wir nicht auf den Keks. Ich möchte einen Waffenschein. Oh, wirklich, warte kurz. Jetzt. So, sehen Sie? Sehen Sie? Ja, Sie dürfen gehen. Gut. Du wartest. Was ist denn jetzt hier das Problem? Sag mal, was hier das Problem ist. Weil du ja einpackst, ja, hast du gesagt, ne? Also, ja, stimmt. Also, Autos werden jetzt in 10 Sekunden eingepackt. Eben, das sie ist jetzt in Adidas gesagt, dass er gehen kann. Nein, sie haben nicht gesagt, der in Adidas. Sie haben gesagt, dass sie gehen können. Sie kann man auch als Mehrzahl benutzen. Also, überlegen Sie, Vollidiot, was sie sagen, okay? Sie, guck mal, also, aber dann sei wenigstens ehrlich und tu dir selber den Fehler eingestehen, du sagst, so Waffenschein aus, hier, sie können gehen, dann tu dir wenigstens den Fehler einstehen, dass wir BD gehen durften, weil sie gesagt haben, du hast sie gesagt, sie können gehen, also, das bedeutet ja, ich und ihnen gesagt, dass sie gehen sollen. Ja, das können wir ja aber nicht erahnen, was sie in ja. ihrem kleinen Erbsengehirn dort, in ihrem Nüschel dort oben drin denken. Also was ist jetzt, doch, kann ich jetzt gehen? Diese. Nein. Können sie nicht. Warum? Weil sie Langwaffen dabei haben. Ja, und was ist das? Ich brauche die zum Jagen. Ja, also erstmal mit. Und ja, warum? Weil sie Langwaffen dabei haben. Ja, aber ich brauche die doch zum Jagen. Ja, sie haben aber. Was? Was? Eine Langwaffe zu nutzen fürs Jagen. Wieso? Welche Waffe soll ich denn dann nutzen? Wie wollen sie denn wie. Eine Pistole für ein Hirsch. Waren sie schon mal jagen, Monsieur? Sagen Sie mir mal bitte, was für eine Munition brauchen Sie, um einen Hirsch zu erlegen oder einen Wolf? Eine Pistole? Eine 9mm Pistole macht überhaupt gar keinen Sinn. Sie brauchen mindestens mal 12,5er Kaliber oder vergleichbares Größeres. Auf Distanz von 150 bis 200 bis 300 Meter eventuell. Ja, denken Sie doch mal nach. Wie, brauchen Sie dafür aber eine extra Berichtigung. Mit was jagt... Nee, das kann ich einfach so machen. Mit was jagt denn der Förster? Sie ja eben nicht. Merken ja. Sie ja. Welche denn? Was? Welche Berechtigung brauche ich denn? Woher? Sagen Sie mir das. Wir brauchen eine Berechtigung vom FIB. Vom FIB? Die jagen dürfen. Ja, dann hören Sie auf zu diskutieren. Ich kann, also, ganz Moment, also wenn Sie, Ihre Meinung steht ja jetzt sowieso fest. Also kann ich auch diskutieren, so lange wie ich möchte und ich kann sehr, sehr viel diskutieren. Der Herr, was machen Sie? Ich bin der Kollege, ich will auch mit in der Situation dabei. Jetzt sagen Sie nie, ich muss jetzt hier weg, dann. Was ist denn passiert? Also, passiert ist, dass ich aus dem Auto ausgestiegen bin und der Kollege mich dann festnehmen wollte. Wir haben die Vermutung, dass es es gab vorher eine Unstimmigkeit mit jemandem in Zivil, der dann sagte, ich fahre jetzt zu meiner Arbeit, wahrscheinlich dieses Gebäude hier, und dann werden wir ja mal sehen. Daraufhin sind wir hier diese Straße von links nach rechts weitergefahren und wurden dann angehalten.
So, und plötzlich muss ich dann, kommt die Frage ohne ein Hallo, ohne irgendwas, darf ich sie mal durchsuchen? Ja, und ich habe dann natürlich das verneint, weil ich gesagt, ich würde gerne den Grund dafür erfahren. Einmal bitte. Ich versuche es auf jeden Fall. So, der Besitz illegaler Langwaffen wäre 25.000 Dollar. Ich kann versuchen, dich abzuholen mit Ferrari. Ich weiß nicht, welches Auto fährst du. Drei Sterne? Ja, genau. Für Unwissenheit, weil ich beim Jagen war und zur Sicherheit eine Leuchtpistole dabei hatte, falls ich mir das Bein breche in den Bergen. Und hier ganz kurz, Herr, wie heißen Sie hier mit den Rotmann, wie heißen Sie? Herr Jackson, aber... Und zwar, Herr Jackson, ganz kurz nochmal aus meinen, also, und dann, Ihr Officer, also, eigentlich ist das dann bloß so eskaliert, weil Ihr Officer, Waffenlizenz von mir sehen wollte, weil ich, meine Pistole in der Tasche hatte, wollte der die Waffenlizenz sehen, habe ich den gegeben, und dann sagt er, wir stehen beide nebeneinander, ich und mein Kollege, dann sagt er, Sie können gehen. So, wer soll denn bitte, wer soll denn bitte ahnen, dass er nur mich meint und nicht mehr, stimmt, weil sie, das war ja auch noch. Weil sie ist ja laut Personalpronomen, wenn sie es nicht ganz aufgefasst haben in der Schule, in der dritten Klasse auf jeden Fall, sie ist beiden. Ja auch mehrzahlmäßig. Das kann ja auch bedeuten, dass wir beide jetzt ins Auto steigen können und gehen, dann ist mein Kollege ins Auto gestiegen, dann tasert er ihn zweimal, weil er einen Fehler gemacht hat, mit sie können gehen. Da will ich mal kurz den Sinn erfassen, bitte. Es war erledigt, er sagt, die können gehen, dann tasert er ihn zweimal, weil er eingestiegen ist. Da will ich den Sinn erfassen. Ich bin schon mal entfesselt, Leute. So, darf ich jetzt mal was? Ja, demnach sehen Sie ja auch ein, dass Ihre Wortwahl eventuell falsch gewählt war und das auch missverständlich hätte interpretiert werden können, was ja der Fall ist, was uns in diese aktuelle Situation jetzt gebracht hat. Das habe ich Ihnen gesagt, den habe ich leider nicht, weil ich es nicht wusste, dass man diesen braucht. Das ist natürlich mein Fehler, dann geben Sie mir eine Strafe für einen nicht vorhandenen Jagdschein. Ich habe eine andere Idee. Was wissen Sie, was denn ein Jagdschein kostet? Den kann man nicht erwerben auf dieser Insel. Den kann man nicht erwerben, und wie soll ich dann, aber es gibt Tiere auf dieser Insel, die man jagen kann, und das bedeutet, dass per Gesetz Jagd erlaubt ist, weil es gibt ja auch Händler, die diese Felle und sowas käuflich erwerben möchten, aber ich bin immer illegal, wenn ich auf Jagd gehe. Wenn Sie keinen Jagdschein haben, dann ja. Aber Sie sagten ja gerade, es gibt keinen Jagdschein auf der Insel. Ja, gibt es ja auch nicht. Ja, aber wie soll ich denn dann einen Jagdschein machen? Das verstehe ich jetzt auch nicht. Wie soll ich denn... Aber ich kann Tiere jagen auf der Insel, die sind vorhanden, und ich kann auch... Ja, aber ist dann Jagd an per se illegal? Mit was jagen Sie denn? Ja, mit einer Schrotflinte. Und mit einer Leuchtflinte. Guck mal, also ganz kurz. Ich sag ganz ehrlich, die Schrotflinte brauche ich ganz einfach, um einfach mehr, also das Tier besser jagen zu können. Ich meine, mit einer 9mm Pistole, ich meine, Sie arbeiten bei der Polizei, Sie wissen das, 9mm auf 150, 200 Meter macht wenig Sinn. Eine Schrotflinte ist da schon ein bisschen ergiebiger auf kurze Distanzen, 150, 200 Meter kann man da sehr gut überbrücken mit. Ich meine, 12,5 Kaliber ist natürlich noch besser, aber möchte man natürlich dann auch nicht mitnehmen. Und die Leuchtpistole ganz klar für den Fall, wenn ich in den Bergen verunglücke, dass man ein Notsignal einfach absenden kann, was ganz, ganz wichtig ist. Und wenn ich da irgendwie liege mit einem gebrochenen Bein abseits der Wege, wenn ich da 3 Tage liege, dann gehe ich aber auch hops. Und Sie wissen ja, ich hänge an meinem Leben, ganz klar. Aber meinen Sie, da kommt Sie irgendjemand holen? Man weiß ja, dass die Nutzung eines Leuchtsignals niemals einfach so benutzt werden sollte, sondern nur in einer Notsituation, sagt ja auch schon der Name, wofür dieser Gegenstand gedacht ist. Und somit würde ich fast sagen, oder ich habe die Hoffnung, ich appelliere natürlich an die ethischen Grundideen eines jeden Menschen, der diese Sache sieht, und da mal nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist. Deshalb habe ich natürlich auch zwei dabei für den Fall, dass die erste vielleicht nicht gesehen wird und ich nach einem Tag dort liegen mit gebrochenem Bein eventuell dann auch vielleicht nochmal ein Notsignal absetzen kann, um einfach gerettet zu werden.
Ja, vielleicht auch nochmal, vielleicht auch einfach, bleiben sie beide hier. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, ich verstehe durchaus auch ihren Punkt, überhaupt gar kein Problem. Ich denke, die Gemüter sind einfach hochgekocht, die Situation war unübersichtlich für uns beide. Also für mich ist das jetzt eine schwierige Entscheidung. Ich würde, wie gesagt, schon sagen, Shotgun hat man nicht zu gut benutzen. Darf ich mal fragen, woher sie überhaupt diese Shotgun haben? Ich habe einen Waffenschein und ich konnte die somit käuflich erwerben. Aus diesem Grund. Ja, natürlich. Klar, zeige ich Ihnen. Moment. Ja, aber das ist ja. Gut, aber mein Freund muss schon hierbleiben. Er fungiert ja auch auf eine Art als Zeuge so ein bisschen. Mhm. Haben Sie die richtige Lizenz gesehen, Herr Officer? Ja, habe ich. Sehr gut, sehr gut. Also, wie gesagt, ist es vielleicht auch das Problem des Verkäufers, dass er mir diese Waffe verkaufen kann, verkauft hat. Und natürlich, mich trifft auch eine gewisse Teilschuld, weil ich das nicht wusste. Man hat mir vorher gesagt, ich brauche einen Waffenschein, um Waffen zu erwerben. Das habe ich gemacht bei der Regierung, weil ich mir natürlich der Pflicht bewusst war, was es bedeutet, eine Waffe zu führen. Und hab mir dann auch eine gekauft. Im besten Wissen. Wo Sie sich die gekauft haben? Dem Ammonation. Hier die Straße, den Highway, glaube ich, runter so ein bisschen. Also so in die Richtung. Da. Mhm. Genau. Ist ja natürlich hier auch die beste Position einfach, weil man hier direkt in die Berge auch gehen kann, um zu jagen. Ah, der hat gar keinen Bock mehr. Der hat gedacht, der macht das jetzt richtig schnell. Herr Jackson, was sagen Sie? Und jetzt muss er sich auf RP einlassen. Also, eigentlich müssten wir das bestrafen, weil es eigentlich gegen das Gesetz ist, da sie keinen Waffenschein haben, keinen Waffen haben. Aber ich weiß mir da auch gerade nicht zu helfen und ich muss auch leider weg. Also, Herr Schmied, ich würde Ihrer Meinung zustimmen. Was war das, ey? Was ein Glück. Konstantin. Ja, der schwätzende Boss, hä? Du kannst so gut lügen. Ich kann richtig. Ich bin vielleicht nicht so laut, aber wenn es darum geht, mich rauszureden, dann kann ich das, mein Lieber. Das funktioniert. Als einziges Schade ist, ich hatte die Hoffnung, dass sie mir die Waffe lassen. Aber naja. Kann nicht dein Ernst sein. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Obwohl, wir haben nicht viel verbrochen, alles gut. Guten Tag, mal bitte aussteigen. Was war das? Ich weiß es nicht. Sagt mir, wie ihr es fandet. War es gutes RP? Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Schaut auf Twitch vorbei.